Grünes Team, super schnell. Blaues Team, Hightech. Gelbes Team, leistungsstark. Rotes Team, waghalsig. Grünes Team, super schnell. Blaues Team. Die Fahrzeuge haben alle gleiche wesentliche Steuerungskontrollen. Du benutzt die Beschleunigungstaste zum Gas geben und die Bremstaste, um das Tempo zu drosseln. Wenn du stehst, dann drück auf die Bremstaste und du fährst rückwärts. Mit den Steuerungskontrollen kannst du dich nach links oder rechts bewegen. Während du dich in der Luft befindest, kannst du mit deinen Steuerungskontrollen das Fahrzeug vorwärts oder rückwärts wirbeln und nach rechts oder nach links lenken. Mit den Rolltasten rollst du im Uhrzeigersinn rechts oder entgegen dem Uhrzeigersinn links. Sobald du die Steuerungs- und Rollkontrollen loslässt, richtet sich dein Fahrzeug selbst auf. Gib dem Fahrzeug genügend Zeit, damit es sich selbst aufrichten kann. Sichere Verbindung aufgenommen. Blauer Fahrer, hier ist der blaue Navigator. Deine Mission? Dominiere alle Etappen und hole dir den Titel für den besten Fahrer der Welt. Ich werde dir Anweisungen geben. Auf geht's! Blauer Fahrer, an den Salt Flats brauchst du maximales Tempo. Setze im Fallschirmeinsatzgebiet deinen Fallschirm ein. Löse den Fallschirm im richtigen Moment, damit du so nah wie möglich an die Ziellinie rollst und dort anhältst. Nicht über die Linie hinausrollen und nicht in die Boomtonnen reinrasseln. Je nach der Art des Events, in dem du gerade spielst, werden während des Spiels verschiedene Informationen auf deinem Bildschirm angezeigt. Einige Events basieren auf Punkten, andere auf Geschwindigkeit oder Entfernung. In der unteren linken Ecke deines Bildschirms siehst du deine aktuellen Eventziele. Falls du schon dabei bist, den Event für eine spezielle Medaille zu spielen, wird bereits das Ziel für die nächste Medaille angezeigt. In der unteren rechten Ecke des Bildschirms steht deine aktuelle Geschwindigkeit. Bei den Events, bei denen es um Punkte geht, werden die angesammelten Punkte in der oberen linken Ecke gezeigt. Oben in der Mitte des Schirms siehst du ein Protokoll mit den Actions, die Punkte gebracht haben. Deine bisher gesammelten Spielmarken erkennst du in der oberen rechten Ecke des Schirms. Unten in der Mitte des Bildschirms ist der Timer. Die meisten Events im Spiel haben einen Countdown-Timer. Dieser Timer wird unten in der Mitte des Schirms angezeigt. Kurz bevor die Zeit abläuft, erhältst du in der Mitte des Schirms eine Countdown-Warnung. Falls du alles vor der Zeit im Timer erledigst, bekommst du bei den meisten zeitlich begrenzten Events noch einen zusätzlichen Bonus. Die Fallschirmpräzisions-Events schießen dich mit hohem Tempo zur Ziellinie hin. Du kannst das Tempo drosseln, indem du die Action-Taste betätigst, wodurch dein Fallschirm innerhalb der Fallschirmeinsatzzone eingesetzt wird.
Drück dann nochmal auf die Action-Taste, um den Fallschirm auszukoppeln, und dann rollst du, bis du stehen bleibst. Sobald dein Fahrzeug unterhalb der Mindestgeschwindigkeit für die Ablösung liegt, löst sich dein Fallschirm automatisch ab. Während dein Fallschirm offen ist, sind Gas und Bremse automatisch abgestellt. Du musst die Verwendung und die Ablösung des Fallschirms zeitlich so einrichten, dass du so nah wie möglich an die Ziellinie heranrollen kannst, ohne diese zu überrollen. Erreiche deine höchste Punktzahl, indem du den Wagen über die Mauer driften lässt. Als blauer Fahrer erwartet man von dir, dass du die Drifts meisterhaft beherrschst. Drücke die Drift-Taste, wenn du richtig Tempo drauf hast und nach links oder rechts lenkst. Je länger du die Drift-Taste festhältst, umso enger wird dein Drift. Du behältst deinen aktuellen Driftwinkel, wenn du die Drift-Taste loslässt. Mit Gegenlenken und/oder Bremsen wird der Drift beendet.
Drifts bringen Punkte. Je länger der Drift, umso mehr Punkte für dich. Der Start eines Drifts löst auch den Anfang einer Driftkette aus. Während eine Kette aktiv ist, wird jeder erfolgreiche Drift ein neues Kettenglied. Jedes dieser Kettenglieder multipliziert deine Driftpunkte nach dem Auflösen der jeweiligen Kette. Wenn du bis zum Ablauf des Driftkettentimers keinen Drift mehr vollführst oder wenn du mit deinem Fahrzeug irgendwo dran stößt, dann wird die Kette unterbrochen. Falls du es schaffst, 6 Kettenglieder in deiner Kette aneinander zu reihen, dann kommt dein Fahrzeug in den In-Flammen-Modus, in dem du deine Spezialfahrerfähigkeiten vollführen kannst. Die Spezialfahrerfähigkeiten kann man im Team-Auswahlmenü erschließen. Du hast dieses Mal versagt. Beim nächsten Mal wirst du gewinnen. Überdenke deine Taktiken, Blau. Halte für diese Fahrleistung, Blau. Weiter so. Erste Etappe erledigt. Gut gemacht. Etappen 2 bis 6 werden schrittweise schwerer. Erinnere dich an dein Training. Los! Navigiere dich vorsichtig über die Plattformsprungstrecke der Testfacility, Blau. Sieh zu, dass du durch alle Hotspots rast, bevor die Zeit abläuft. Mit der Action-Taste kannst du dein Fahrzeug springen lassen und die Bonuspunkte richten sich nach der Zeit, die dann noch auf der Uhr verbleibt. Du hast die Fähigkeit, mit deinem Fahrzeug Sprünge zu vollführen. Diese Fähigkeit musst du bei diesen Präzisionsevents nutzen. Betätige die Sprungtaste für einen kleinen Sprung. Um durch die tückischen Präzisionssprung-Events zu kommen, verwendest du diese Taste in Verbindung mit Lenken, Gas geben und Bremsen. Bei den Events musst du in einer vorgegebenen Zeit durch so viele Hotspots wie möglich sausen. Je mehr Hotspots du mitnimmst, umso höher wird deine Punktezahl. Falls du es schaffst, vor Ablauf der Zeit durch alle Hotspots zu düsen, erhältst du einen Bonus.
ein Navigator, nicht ein Trainer. Du weißt, was Sache ist, Blau. Hau rein! Das war eine super krasse Leistung, Blau.